Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Case Patriot oder Patriot in dem Falle 350 an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Connect Modding. Gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen einmal zu finden unter Modzen DLCs. Und dann haben wir hier Case IH Patriot 350. Ja, das ist eine Selbstfahrspritze, wie man unschwer erkennen kann. 250 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 319 Liter Diesel, 36 Liter AdBlue, 60 km/h maximale Geschwindigkeit, 3500 Liter Standard angegebene Kapazität, 13,2 Tonnen Gewicht, 36 Meter Arbeitsbreite bei maximal 25 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit, 259.000 glatten der Anschaffung, 13.209 im Leasing. Drei Config-Blöcke, Zusatztank, Reifenhersteller, Reifenvariante. Effektiv kann man zwei was einstellen. Zusatztank gibt es einmal als nicht und als ja. Ne? Ihr seht, dann ändert sich die Kapazität von 3,5 auf 3700 Liter. Optisch gesehen passiert hier nicht allzu viel. Reifenherstellerstand gehört gemäß Drelleburg mit Reifenvariante Pflegebereifung. Geht auch nichts anderes. Das gleiche gilt für Michelin. Und mehr kann man auch nicht durchschalten. Keine Kennzeichen und keine weiteren Config-Blöcke mit dazu. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an. Wir haben hier Case Patriot 350, so wie es sein soll. Wenn wir mal ein bisschen näher rangehen mit dem FOV, sehen wir, Stiegels sehen soweit gut aus. Ne, passt soweit, kleinere Unschärfen vielleicht, aber an sich auch nicht wirklich der Rede wert. Ansonsten vorne Fahrtleuchten, klar, Case hier. Einmal die Leiter, um hier hochzukommen. Ihr seht, das hat in dem Fall auch alles Kollision. Wir klitschen also hier auch nirgendwo durch, auch bei den Gestänge in dem Falle hier nicht. Hat alles so eine Kolli, wie es sein soll. Rundumleuchter, einmal hier oben mit dabei. Gegenüberliegende Seite hier das gleiche in grün. Wir haben hier nochmal Case draufstehen und hier hinten ebenfalls nochmal Case. Im Heckbereich gibt es dann auch nichts weiter, also auf Blinker und KOGAG sucht man hier vergebens. In dem Falle dann hier auch das gleiche. Pflegebereifung ist Pflegebereifung. Wie gesagt, hier standardgemäß Drelleburg. 300/95R46 vorne sowie hinten mit drauf. Der Innenbereich ist auch recht übersichtlich. Wir haben Lenkrad mit Case-Aufdruck, links, rechts, Spiegel. Die sind soweit auch aktiv. Wir haben hier einen Monitor. Wir haben in der B-Säule noch ein bisschen was mit drin. Hier und da ein paar Knöpfe. Lampen ist klar. Rundumblick hier überall mit Fenster versehen und das ist es gewesen. Ist jetzt texturtechnisch gesehen alles soweit sauber. Wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, Sound hört sich soweit sauber an, müssen Standard-Sound aus dem 22er sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Kein Knarzen, kein Knacken, nicht zu laut, nicht zu leise. Der Rest ist bekanntermaßen, ihr wisst's, Geschmackssache. So, dann mache ich einmal kurz hier die Map aus, dass wir ein bisschen mehr sehen. Thema Funktionalität, gehen wir hier einen Tick näher ran. Ihr seht, eine Hand hier ist am Lenker, die andere Hand an den Joystick. Der Joystick ist in dem Falle hier auch mit animiert, vorwärts, rückwärts. Und mit dem Beinchen wird in dem Falle hier auch gearbeitet, also dementsprechend so, wie es sein soll. Armationen sind im Innenbereich dementsprechend auch vorhanden. Der Monitor hier unten selber ist reine Dekoration. Hier in der B-Säule sehen wir oben einmal RPM, einmal unten km/h-Anzeige. Das haut soweit auch alles hin. Kann man also auch alles 1A ablesen. Wenn wir uns das Ganze einmal in der Nacht anschauen, sehen wir einmal, der Monitor gibt natürlich eine Lichtquelle von sich, ne? Ist klar. Das in der B-Säule selber soweit auch. Wenn ich hier einmal Blinker aktiviere, seht ihr hier unten Warnblinker, Blinker links, Blinker rechts, das haut alles hin. Wenn ich separat noch Licht anschalte, werden hier noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Wir haben hier oben noch eine Kabinenbeleuchtung mit drinne und der Rest lübt hier soweit auch. Ihr seht, Arbeitslicht vorne hat hier sogar ein eigenes beleuchtetes Icon. Ansonsten Blinker haben wir dann einmal hier vorne mit dran und einmal hier oben an der Kabine, was dann für hinten in dem Falle ist. Rundumleuchte soweit auch da, läuft soweit auch. Ansonsten haben wir einmal hier das Standlicht, würde ich jetzt in dem Falle mal behaupten. Dann haben wir hier das Arbeitslicht nach vorne und das Arbeitslicht nach hinten.
könnt ihr einmal mit Numpad 5 global aktivieren, deaktivieren. Numpad 6 ist dann hier die zwei Scheinwerfer nach vorn gerichtet. Ne? Obwohl Numpad 6 diese Scheinwerfer hier vorne, ne, und Numpad 5 die beiden da unten und die halt hier dementsprechend an der Seite mit anmacht. Hube. Ja, Standardhube, gibt es nicht viel zu sagen. Und hier Bremslichter und Co. gibt es halt nach hinten weg nicht, weil nichts vorhanden, ne? Ist klar. So, einmal wieder am Tag. Haben wir noch irgendwelche Spielereien hier mit dazu, was so Standardmods theoretisch gesehen nicht haben. Linke Maustaste gedrückt halten. Nach links und rechts könnt ihr hier unten, ne, eure Spur verbreitern bzw. etwas verkleinern. Das ist es dann in dem Fall auch schon gewesen. Wir haben hier noch eine echte Federung mit bei. Ebenfalls so schreibt das Modding-Team. In dem Falle, man hört das dementsprechend auch. Man merkt, dass die Federung vom Fahrzeug ein bisschen anders ist. Es lässt sich ein bisschen smoother fahren. Ne? Wird den einen oder anderen aber vielleicht auch gar nicht auffallen. So, wir haben jetzt hier die Variante mit Zusatztank. Ihr seht, 3700 Liter sind in dem Falle drin. Ihr könnt in der Spritze standardgemäß wie immer einmal Flüssigdünger laden oder einmal Herbizide. Einmal die Kiste anschalten, dann einmal über die Taste X das Ganze aufklappen. Das dauert etwas, ne? Also vom ersten Mal X drücken jetzt hier, bis sich das Ding da ausklappt, das dauert so ein paar Sekündchen, so 3-4 Sekunden. Ne? Und sonst ist auch die Animation generell etwas langsam, was aber dann wiederum ein bisschen realistischer ist. Und sobald ihr das Ganze hier ausgefahren habt, könnt ihr natürlich die Standardfunktion vom LS nutzen, also ne, Teilbreiten links, Teilbreiten rechts ausschalten, Arbeitsbreite ändern etc. pp. Hinten an der Steuerung könnt ihr euch dann hier auch über die Maustasten nach oben und unten das Ganze wieder nach oben bzw. halt nach unten manövrieren. Soweit so klar. Ansonsten einmal mit B aktivieren und dann Gas geben. Ihr seht, die komplette Arbeitsbreite in dem Fall wird genutzt. Und die 25 km/h maximale Geschwindigkeit, so wie es angegeben ist, schafft er auch. Das ist in dem Fall jetzt hier Flüssigdünger gewesen. Schalten wir hier in dem Falle mal statt Flüssigdünger halt falsch einmal nach Herbizide rein. Gehen hier drüben auf das Feld, was so wunderschön mit Unkraut so vollblüht. Gehen wir da einmal hier mit rein. Fahren wir auch einmal hier drüber. Und ihr seht, das Ganze funktioniert soweit auch ohne Probleme, so wie man sich's vorstellt. So, ansonsten Thema Lok, wenn ihr das Ganze hier seht, ist soweit sauber. Wir reden hier ungefähr von 29 MB, könnt ihr in dem Falle also auch nichts verkehrt machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis denn, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.